Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Duell und das heißt Borussia Dortmund. Es geht um Platz 2, sogar um die Meisterschaft. Heute müssen wir in Dortmund gewinnen, um heute noch eine Chance zu haben Richtung Meisterschaft, weil wenn die Bayern heute mit 3 auf 4 Punkte weg sind, sind sie weg. 2,6 Millionen haben wir gekriegt, alleine für den Einzug ins Finale. Da sollen noch mal ein paar Euros mit dazukommen bezüglich der neuen Saison, weil ich dann ja gerne eine neue Mannschaft aufbauen würde. Ich muss ja einiges noch aufbauen. So, ab in den Presseraum. Und in Dortmund, ja, um die Meisterschaft, das weiß ich, das geht ein bisschen parallel zu Danke, 2007. dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. So, diesmal wollen wir was anderes machen. Ja, ich schon, wenn es nicht klappt. Weil wir sind so kurz davor, es sind noch 4 Spiele jetzt. Bis zur vierten Saison werden wir noch spielen, nur so nebenbei. Ja, man muss sagen, ich glaube, das letzte Spiel war tatsächlich ein bisschen unglücklich vom Ergebnis, ja. Aber das ist jetzt nicht mehr Thema. Die Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Wir wollen natürlich heute gewinnen und es besser machen, wie gesagt, als vor 15 Jahren knapp. Und wollen das Ding heute nach Hause fahren. Also es geht immer noch ein bisschen um den Sack zuzumachen in Richtung die. In Richtung Platz 2. Pauline ist immer noch angeschlagen. Immer noch platt ein bisschen. Ich versuche es aber trotzdem, ihn heute mal reinzuwerfen. Ich muss ein bisschen umstellen. Es liegt einfach ein bisschen auch aus Fitnessgründen dabei. Weil wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben jetzt noch 4 Spiele plus das Pokalfinale. Also 5 Spiele auf jeden Fall noch. International waren wir diese Saison nicht tätig. Letzte Saison ging es ja ins Halbfinale der Europa League. Da das unglückliche Aus gegen Juve. Mal gucken. Die sind in der nächsten Saison. Da spielen wir nämlich wieder Champions League. Voraussetzung, wir gewinnen das Spiel heute. Also eigentlich ist es besser. Ja, eigentlich gewinnen wir heute. Naja, würde ich mal sagen. Wir wollen heute natürlich den Titel. Beziehungsweise wir wollen heute den zweiten Platz zumachen und dann den Sieg gegen die Bayern. Uns erwartet hier heute ein echtes 6-Punkte-Spiel im Kampf um den Titel. Wir freuen uns auf Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, damals gewann Dortmund 2-0 und die Meisterschaft war futsch. Und das soll heute anders passieren, definitiv. Aber wie gesagt, einfach wird es nicht. Das Hinspiel endet 1-1. Da haben wir ja schon angesprochen. Schauen wir mal. Spieltag 39, das Auswärts-Derby in Dortmund. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Spiel findet. Ausgerechnet Matip, eigentlich einer aus unserer Jugend, aus der Schalker Jugend und jetzt in Dortmund zu Gast als Verteidiger. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Serda, tatsächlich. Haben die sogar Serda geholt. Shaqiri, Ramos. Ja, die haben auf jeden Fall schon eine klasse Truppe, muss man mal sagen. Und heute wollen wir es natürlich heute irgendwie rocken. Naja, wieder mal sei.
Egal, wer da Mannschaft auf dem Platz steht als Gegner. Heute wollen wir es natürlich auch nach Hause fahren. Heute wollen wir den Sack zumachen, Platz 2 zumachen. Wir haben 8 Punkte mit dem Sieg. Aber einfach wird es nicht. Guter Macht. Juan Paulinho, der heute wieder den Vorzug vor jenem. Oh, schönes Ding. Ja, abseits, okay. Ja, für mich war es kein Abseits, Paco Richter. Nach 4 Minuten schon. Schönes Ding. Alario. Das Titelrennen ist nach wie vor enorm spannend, Puschi. Ja. Ach, leck mich doch einmal schon wieder ins Abseits. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird es abgepfiffen. Abseits. Ja. Suat Serda. MC ist das mit dem Ball. Haben Sancho, guter Ball. Glück hat, dass wir den noch mitgenommen haben. Ja, muss aufpassen. Die Dortmunder werden es alles andere als einfach machen. Das ist ganz klar. Lucas Alario. Paulinho. Ja, schönes Ding. Richter, jetzt mal ein bisschen Platz auf der Seite. Eingabe in die Mitte. So, pass auf. 14. Minute. Suat Serda. Hab dich. Ballverlust Dortmund. Jawohl, gut gemacht da. Außenbahn, Richter. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ball kommt an den langen Pfosten. Scheiße. Da ist keiner mitgelaufen auf der Position. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ja. Hat er den Torenrekord der Liga? Das ist wohl die große Frage. Lange dauert die Saison nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr. Ich glaube, der packt das. Ja, 40 Tore, ne? Oder? Suat Serda. Gut vom Schiedsrichter. Laufen lassen. Ja, ich war keine Absicht, war da das Foul da. Ich wollte eigentlich auf einen anderen Spieler grätschen. Jadon Sancho. Ein guter Block hier. Guter Macht, gut gemacht. Ramsey. Ramsey. Jawohl, hab ihn. Ah, es gibt auch noch. Ja, gelb alles gegen Paulinho. Erster Vorteil, jetzt doch noch gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du. Einfach wird es nicht, definitiv nicht. Das hat auch keiner erwartet heute. Paulinho. Ja, Paulinho, der hat da jetzt gerade so ein bisschen. Schönes Anspiel. Er spielt den Pass auf den Flügel. Wollte den mal da rausspielen. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Ja, schönes Ding von Cola. Kein Foul. Das ist das Gute an heute. Richter. Stadien und heute im Rasen. Bisschen Regen macht den Platz nichts aus. Trotzdem angenehm ist anders vor allem. Und jetzt Paulinho und Sommer mit einer guten Reaktion. Da waren sie mal, die Chance für Blau-Weiß. Bei Ballbesitz hat Borussia Dortmund den bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig. Es fehlt das letzte Engagement und deshalb nur Unentschieden. Und keine Unterbrechung. Es gibt den Vorteil für Borussia Dortmund. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ich kriege aber gerade keine Position, keinen Ball in die Position. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ja, jetzt mal ein bisschen Platz in Rosun. Der jetzt mal durchgeht. Mal ein bisschen was jetzt macht auf der Seite. Jetzt nimmt das alleine mit allen aus. Sommer, und dann ist Pause. 0 zu 0. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. So, jetzt werde ich den Wechsel ziehen. Ich würde Paulinho jetzt runternehmen. Piontek bringen vorne rein. Und das 4-4-2 umstellen. Oder auf 4-4-2 umstellen. Um einfach nochmal eine Alternative da vorne drin zu haben. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Paulinho. Neu dabei.
Und Mattei sogar noch gelb. Ja klar, ich muss jetzt ein bisschen was tun für die Offensive. Ja, schöner Ball. Auf! Jetzt kann er mal ein bisschen durchgehen. Im eigenen Strafraum. Das war nicht ganz ungefährlich, diese Situation. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh, Haaland, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Da kommt keiner mit hinterher. Glück ja für die Schalker. Kamera weg. Hier sehen wir den schönes Ding von Richter. Für oder gut gespielt. Schöner Ball auf Richter. Boah, Latte. Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt hält der Schwolo-Weltklasse. Kolasinac, ja, schönes Ding. Gut geholt. Jetzt wird's gefährlich. Mit über die Außenbahn hat er jetzt gerade ein bisschen den Vorteil. Piontek. Ja, Sie können erst mal weg. Erklärt hier mit dem Kopf. Das gibt Einwurf. Sehr als Kolasinac. Kolasinac. Da ist die Flanke. Sommer hat das Ding. 61. Ich muss ja hier gewinnen, um eine Möglichkeit, um überhaupt noch die Chance zu haben auf den Titel. Marco Richter. Kommt ja. Jetzt der Ball in den Strafraum. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Ja, so einfach ist es nicht. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es Ja, das ist nicht gut, Haaland. Weg ist er. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist er mal. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Die Chance. Tor. Tor für die Gastgeber. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1. Ja, Erling Haaland. Natürlich. Und damit ist der Titel wohl wieder voll. Da ist er einfach gedanklich schneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und der Abschluss auch noch effizient. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Toller Pass. Etwas Mann, er pfeift doch nicht jeden Angriff weg. Aber so ist Abwehr. Brandt. Suat Serdar. Das ist Ramsey. Sicher vom Tor. Gut gemacht. Lucas Alario. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ach Mann, ich komme aber nicht mit. Die Saison läuft gut für Sie, Buschi, ne? Ja. Sag Wolf, spielt oben mit und präsentiert. Jetzt natürlich. Die Chance jetzt. Ach komm schon, der hat doch gemacht, gar nichts gemacht. Der hat doch gar nichts gemacht. Ei. Und die Dortmunder verpassen den Nackenschlag, den K.O. Vielleicht sind wir doch noch ein bisschen wieder drin. Ein bisschen Dusel. Kader Rabeck hat immer das Foul gespielt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Ludewig. Spielverständnis. So, das ist jetzt diese legendäre Stimmung im Signal Iduna Park. Ja, das Thema ist eh gegessen. Ich komme überhaupt nicht wirklich mehr in das Spiel rein, da vorne durch. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiedsrichter wird auch weiterspielen. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Vielleicht die letzte Marco Chance, Richter! Richter! Mann, der geht doch weit weg, der geht sogar noch vorbei. Ey, warum? Eine gute Leistung heute von ihm. Holland, der geht jetzt raus, natürlich, klar. Nelson Semedo. Erneut so ein hervorragender Pass. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ein enges Ding bis hierhin. Ist vorbei. Noch ein paar Minuten zu spielen. Dortmund über außen. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt, der Gegner hat den Ball. Maximal noch auf Unentschieden. Vielleicht noch einen Punkt mitnehmen hier. Richter! Und das war's. Aus, vorbei, Ende. Holland entscheidet das Derby. Am Ende müssen sie sich hier mit der Niederlage abfinden. Sie haben dieses Derby am Ende knapp verloren.
wird sie mächtig ärgern. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Starke Leistung. Auch nicht richtig gut. Wie 2007. Dann ist der Titel eh weg. Das war's. Die Bayern sind jetzt auf 4 Punkte weg, wenn sie nicht gegen Freiburg verlieren. Und damit ist das Thema gegessen. Und es ist nicht mehr unverdient. Wir haben einen Ball gehabt aufs Tor, das war dieser Lattenball. Und dann hätten wir noch das 2-0 kassieren müssen, eigentlich der Elfmeter. Meiner Meinung nach war es keiner, aber ja, Thema ist gegessen. Die Meisterschaft ist futsch. Und das sehen wir in der nächsten Folge wieder. Und dann versuchen wir zumindest Platz 2 zuzumachen.